Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Diesen September waren meine zwei Freunde Paul und Simon mit mir für 11 Tage in Slowenien und Kroatien für ein Bikepacking-Abenteuer unterwegs. Wir sind vorwiegend die Routen von bikepacking.com gefahren. Ich habe unser kleines Abenteuer auf Kamera festgehalten und will dieses euch natürlich nicht vorenthalten. Ganz viel Spaß beim Anschauen der Videos und Aufsaugen der tollen Landschaften. Wir sind gestern mit der Fähre übergesetzt auf die Insel Kress. Es war schon Abenddämmerung. Wir haben uns schön ein Restaurant ausgesucht bei Google. Geöffnet bis 22 Uhr. Zapp, wir kommen an. Der sagt uns, nichts da, ist nur auf Reservierung. Dann habe ich da ein bisschen Druck gemacht, dass wir wenigstens irgendwie eine Nudel abgepackt bekommen. Und wir haben dann ein schönes Care-Paket gekriegt mit Kartoffeln, Gurke, eine Tomate, eine Zwiebel, Speck. Und das hat uns echt ein bisschen den Hintern gerettet. Ja, da gab es gestern schön noch Kartoffeln am Abend, haben da unser Zelt aufgeschlagen. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur nächsten Fähre nach KRK, Krk, nennen wir es immer. Sagt mal, wie man das ausspricht. Kirk. Das Wetter passt endlich mal wieder. Wir sind hier gerade wieder am nächsten Aufstieg und werden dann nochmal ins Wasser springen. Das wird dann bald die letzte Chance sein. In dem Sinne, bis denne. Simon, wie ist die Stimmung? Hä? Traumhaft? Das schmeckt, oder? So, ein weiterer Tag ist geschafft. Ich werde mich jetzt noch hier abschminken in dem geräumigen Hotelzimmer und noch ein bisschen mit meiner Polsterhose kuscheln, die hier neben mir liegt. Die anderen beiden liegen richtig schön auf Schieflage. Woo! Morgen geht es dann nach Rijeka, weil Pauls Bremsbeläge komplett fertig sind. Wir liegen jetzt hier auf einer Anhöhe kurz vor Rijeka und
Versuchen dann möglichst schnell aus der Stadt rauszukommen morgen. Und dann geht's gen Norden wieder, Richtung Slowenien. Moin, moin. Was? Grüß dich, Simon. Stehst du da? Was? Grüße gehen raus hier. Hat der heute Nacht hier geschlafen? Ist ja Komoot weg, ja? Problem Komoot hat uns hier wieder langgeleitet in die Hölle. Wir mussten gerade über einen Müllhaufen zu dem schönen Gravelweg hier fahren. Oder laufen eher, wandern. Wir sind wieder auf dem Weg nach Slowenien. Paul hat seine Bremsbeläge bekommen und wir haben die Tour mit Komoot geplant. Und ich kann auf jeden Fall nur sagen, passt auf vor den Gravelwegen, die Komoot euch vorschlägt. Also wir mussten jetzt gerade schon wieder 50 Höhenmeter einfach nur runterschieben. Es war eine brutale MTB-Strecke mit Felsen und Steinen. Ja, also ist hier echt nicht so doll. Sonst lieber offizielle Routen nehmen oder wirklich genau gucken, was die Bewertungen sagen. Nur so als Nebeninformation. Wir sind gelandet. Heute mal im Hellen. Krass. Wir haben noch 30 Kilometer bis Ljubljana. Da werden wir uns noch mal ein Käffchen gönnen warm. Vielleicht irgendwie noch mal unsere Powerbanks laden. Und dann schauen wir noch nach einem Nachtlager hinter Ljubljana. Zurück von der Front. Wir sind fast erfroren. Paul und Simon sind am Schlottern. Bei mir ging es, haben wir in so einem schönen Flüsschen hinter Ljubljana geschlafen. Jetzt gibt es ein warmes Käffchen, vielleicht noch zwei und dann geht es weiter Richtung Villach. Thank you.
hier bikepacking.com Wahnsinn. Steiler als es aussieht. Hey Follower, liebe Freunde bei YouTube, was geht? Heute zeige ich euch, wie man so eine Schwelle mit dem Fahrrad überwindet. Heute packen wir es nicht. Der wuchtet das Fahrrad einfach oben drauf. Und dann wieder hier hoch. Sieht sehr entspannt aus. War ein bisschen schwierig, aber ich habe es geschafft. Und ihr schafft es auch. Bis zum nächsten Mal, weil Paul erklärt euch die Welt. Das war elegant. Leben in der Lage. Wir befinden uns neben der A2. A2. Komoot hat uns folgenden Weg vorgeschlagen. Freunde, wir haben einen richtigen Premiumplatz gefunden. Hier direkt kurz vor Kranjska Gora. Schön am Flüsschen. Die Abendstimmung ist noch vor uns. Die anderen. Ich sag's euch, besser geht's nicht. Simon, was sagst du dazu? Raumplatz. Raumplatz? Besser als letztes Mal. Wann? Gestern. Gestern? Bisschen steinig. Bisschen steinig. Simon hat eine Stunde geschlafen, sagt er. Vielleicht zwei. Heute werden es drei. Auch nicht mehr, es soll ein Grad werden. Heute werden es drei. Oh, noch ein vorletztes Mal Zelt aufbauen, eine Katzenwäsche machen und kochen. Ja, und dann hoffentlich nicht frieren. Wir haben den letzten Anstieg des Urlaubs geschafft. Zurück in Österreich. Wie war's? So, das war's schon wieder mit unserem kleinen Abenteuer durch Slowenien und Kroatien. Ich hoffe, euch hat die kleine Reise durch die Natur gefallen und bedanke mich hiermit fürs Zuschauen. Wer sich für die genaueren Routen interessiert, kann bei meinem Strava-Account und auch bei der bikepacking.com-Seite vorbeischauen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Euer Flo.